Hallo zusammen, wir freuen uns, Ihnen das Modul Elektrotechnik 2 im Studiengang Mechatronik vorstellen zu dürfen. Das Modul über 5 Credits im zweiten Studiensemester besteht aus einer Vorlesung über 3 Credits mit begleitenden praktischen Anwendungen in einem Labor über 2 Credits. Das Modul schließt mit einer schriftlichen Klausur und einem bestandenen Labor ab. Nachdem wir im ersten Semester die Gleichstromlehre, Netzwerkberechnungsmethoden und die Behandlung von Wechselströmen mithilfe komplexer Zahlen kennengelernt haben, wollen wir uns in diesem Modul die Eigenschaften von elektrischen Schaltungen bei unterschiedlichen Frequenzen anschauen. In der Energietechnik ist es interessant, das Verhalten und den Energieverbrauch bei unterschiedlichen Verbraucherwiderständen, sprich Widerstand, Induktivitäten und Kapazitäten zu betrachten. In der Informations- und Nachrichtentechnik ist es wichtig zu beurteilen, wie Spannungen und Ströme bei unterschiedlichen Frequenzen übertragen werden. Nach einer Vertiefung der Rechnung mit Wechselspannungen und Strömen lernen wir die Methoden der Ortskurven, Frequenzgänge bzw. Bode-Diagramme kennen. Diese Methoden sind Grundlage und Basiswerkzeuge für die Vorlesungen Regelungstechnik und Simulationstechniken in höheren Semestern. Basis unserer heutigen Energieversorgung ist die Wechselspannung bzw. der Wechselstrom. Diese werden mithilfe rotierender Generatoren in Kraftwerken und Windgeneratoren erzeugt. Wir sehen uns die rechnerische Behandlung und die Darstellung von Drehstromsystemen bzw. des Dreiphasennetzes an. Als Basis für die Entwicklung von Elektromotoren und dem induktiven Laden lernen wir die Eigenschaften, die Berechnung und die Ersatzschaltung von Transformatoren kennen. Ingenieurinnen und Ingenieure entwickeln technische Geräte, deren Schaltungen durch Simulation und Modellbildung am Computer entstehen. Der zeitintensive und kostenaufwendige Aufbau von Hardware im Labor dient zur Überprüfung der Simulation. In den begleitenden praktischen Anwendungen lernen wir Messtechniken mit Oszilloskopen, Spannungsstrom, Induktivitäts- und Kapazitätsmessgeräten kennen. Wir vergleichen die Ergebnisse der Berechnung bzw. Simulation mit dem realen Aufbau von Schaltungen im Labor. Wir können unser Wissen in den nachfolgenden Vorlesungen und Laboren, mechatronischen Projekten, dem Praxissemester Ihrer Bachelorarbeit und letztendlich in Ihrem angestrebten Beruf als Ingenieurin oder Ingenieur anwenden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, Sie demnächst in diesem Modul begrüßen zu dürfen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.